Und die dritte Stufe ist der Al-Ihsan. Diese Stufe hat nur eine Säule. Die ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden auf ihm, beschrieb: und diene Allah, als ob du ihn sehen würdest. Und wenn du ihn nicht siehst, beziehungsweise wenn du ihn nicht sehen kannst, so wahrlich sieht er dich. Und ebenfalls das Wort des Erhabenen: wahrlich, Allah ist mit denen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Sura An-Nahl, Vers Nummer 128. Weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala: und verlasse dich auf den Allmächtigen, den Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen. Denn er ist der Allhörende, der Allwissende. In Sura Ash-Shu'ara, Entschuldigung, Vers Nummer 217 bis 219. Und in einer weiteren Aya sagt Allah: und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon an Koran, und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. In Sura Yunus, Vers Nummer 61. Und dies ist die höchste Stufe der Religion, und sie hat nur eine Säule, welche aus zwei kleinen Teilstufen besteht. Erstens der Gottesdienst der Beobachtung. Dies ist der Gottesdienst aus Furcht und als eine Art Flucht zu Allah. Und jeder Muslim sollte sich zumindest innerhalb dieser Stufe befinden. Dann gibt es die zweite kleinere Teilstufe, das ist der Gottesdienst des Sehens. Dies ist der Gottesdienst aus Liebe, Verlangen und dem Sehnen nach dem, was es bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Ein Beispiel dafür ist der Gottesdienst der Propheten und der Gesandten, Friede sei auf ihnen. Ebenfalls ist es für normale Menschen möglich, diese Stufe zu erreichen. Dies bedeutet nicht, dass jemand, der diese Stufe erreicht, nur Liebe zu Allah, aber vor ihm keine Angst hat, sondern es bedeutet lediglich, dass der Diener Allah aus Liebe anbetet. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Und der Hadith ist bei Imam Muslim.